Rinspeed Scuba. Der Schweizer Frank Rinderknecht, der dieses Auto entworfen hat, wurde vom U-Boot aus dem James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte, inspiriert. Und genau 30 Jahre später materialisiert sich diese Filmsequenz in Realität. Das mit einem Elektromotor angetriebene Amphibienfahrzeug kann bis zu 10 Meter tief unter Wasser fahren und kommt an Land ohne Fahrer aus. Luft erhalten die Passagiere über ein eingebautes Pressluftsystem, wie es Taucher kennen. Drei Elektromotoren sind im Heck untergebracht. Einer sorgt für Vortrieb zu Lande, zwei treiben die Propeller für die Unterwasserfahrt an. Aus Sicherheitsgründen wurde der Wagen als offenes Fahrzeug gebaut, damit die Insassen im Notfall schnell aussteigen können. Bei einer geschlossenen Kabine würden sich die Türen nicht mehr öffnen. Die Stromversorgung stellen Lithium-Ionen-Akkus sicher. Der Scuba zeigt eine hervorragende Manövrierfähigkeit sowohl an Land als auch im Wasser. Die Höchstgeschwindigkeit an Land beträgt ca. 120 km/h, unter Wasser sind es etwa 3 bis 5 km/h. Das Amphibienfahrzeug ist auch mit einem Laser-Touch-Tempomat ausgestattet. Carpool de Ville. Der schnellste Whirlpool der Welt, so nennen die begeisterten Ingenieure aus den USA ihre Erfindung. Sie hatten die Idee, einen Whirlpool zu bauen, der sich fortbewegen kann, bereits im Jahr 1996. 5 Jahre später hatten sie ein Chevrolet Malibu mit viel Aufwand in eine wasserdichte Badewanne umgebaut und damit für Aufsehen gesorgt. Das muss die Southern California Timing Association, die Organisation, die alljährlich Geschwindigkeitswettbewerbe auf dem ausgetrockneten Salzsee in Bonneville, Utah veranstaltet, so beeindruckt haben, dass sie damals einen Preis für den schnellsten Whirlpool stiftete, für den sich allerdings bis jetzt noch niemand beworben hat. Anschließend beschlossen die Ingenieure, einen neuen fahrenden Pool zu bauen. 6 Jahre dauerte das ehrgeizige Projekt. Das Chassis brauchte eine Verstärkung, um 2 Tonnen Wasser tragen zu können. Im Kofferraum steckt die Apparatur, die das Wasser auf angenehme 38 Grad aufheizt, und der Original V8-Motor sorgt ebenso für Bewegung wie für die im Kofferraum benötigte Energie. Schließlich bekam das Fahrzeug noch einen Überrollbügel verpasst, da die Sicherheitsvorschriften auf dem Salzsee sehr streng sind. Der 7,7-Liter-Motor liefert 375 PS. Das Wasser im Pool wird vom Motor erwärmt. Toyota Vios 8 Wheels. Dem Besitzer eines Taxiunternehmens in West Java, Ronnie Gunnivan, wurde das gewöhnliche Aussehen der Toyota Vios-Limousine zu langweilig. Die verfügbaren Tuning-Methoden gefielen ihm auch nicht besonders und er beschloss, etwas grundlegend Neues zu entwerfen. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Wo sonst kann man eine Limousine mit 8 Rädern sehen? Der Mann beschloss, die Anzahl der Achsen auf 4 zu erhöhen. 3 davon befinden sich hinten und haben die Form eines Dreiecks, 2 unten und einer oben. Um alle Achsen unterzubringen, musste die hintere Beifahrerseite entfernt werden. Die technischen Eigenschaften des Autos blieben jedoch gleich. Der 8-rädrige Toyota soll eher optisch beeindrucken. Laut Gunnivan hat ihn diese Modifikation 80 bis 90 Millionen Rupien gekostet, doch damit will er nicht aufhören. Aeromobil 2.5. Den Amphibien-Supersportwagen hätten wir besprochen. Jetzt ist ein Autoflugzeug dran. Aeromobil 2.5 sieht sehr futuristisch aus und ähnelt optisch einer Libelle. In kürzester Zeit verwandelt sich der Wagen in einen Flieger. Das fliegende Auto wiegt gerade einmal 450 Kilogramm und bringt als Auto 160 km/h auf den Asphalt. Als Flugzeug kann es beim Start bis auf 200 Stundenkilometer beschleunigen. Die Flügel sind derart faltbar, dass sie im Straßenmodus nicht stören. Hat das Modell im Flugmodus die gewünschte Höhe erreicht, kommt für den Vorwärtsschub ein Propeller am Heck der Maschine zum Einsatz. Das Cockpit umgibt Fahrer und Beifahrer wie eine Halbschale, die auch den Aufprall und mögliche Unfälle absorbiert. Sein Äußeres ist aerodynamisch gestaltet. Es besteht aus einer hochmodernen Carbon-Composite-Konstruktion. Eine Besonderheit ist die Federung, die an die unterschiedlichen Bedingungen von Straße und Luftfahrt angepasst wurde. Bugatti Chiron Lego Car. Auf den ersten Blick wirkt der Bugatti Chiron wie ein Fahrzeug, das außen einfach mit Lego-Bausteinen bedeckt wurde. Dies ist jedoch völlig falsch.
Dieses Modell ist eine exakte Kopie des berühmten Hyperautos, das zu 90% aus Lego-Technik-Elementen besteht. Die Idee, eine lebensgroße Lego-Technik-Version des Bugatti Chiron im Maßstab 1:1 zu bauen, entstand im Lego-Design-Team. Die Experten stellen im Handumdrehen ein Team aus 16 Spezialisten zusammen, einschließlich Experten für Design, Mechanik und Elektrik, und brauchten über 13.000 Arbeitsstunden, um das Auto Stück für Stück zusammenzusetzen. Ihre Aufgabe war es, das Aussehen und das Innenleben des Bugatti Chiron genau nachzubilden. Das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen. Der himmelblaue Rennwagen sieht nicht nur aus wie sein Vorbild, er fährt sogar. Das Modell ist mit einem ausfahrbaren Heckspoiler mit Pneumatikteilen, einem Tachometer, Front- und Rückleuchten, einem abnehmbaren Lenkrad und einem Bremspedal ausgestattet. Alles voll funktionsfähig. Der Motor dieses 1,5 Tonnen schweren Wagens, der mit 2304 Motoren und 4032 Lego-Technik-Getriebezahnrädern bestückt ist, erzeugt 5,3 PS. Insgesamt dauerte der Nachbau 13.438 Arbeitsstunden. Das Team hatte insgesamt über 1 Million Teile und verwendete keinen einzigen Tropfen Klebstoff. Das Modell wiegt ungefähr 1500 Kilogramm. J-Date Ride. Wir haben uns bereits angesehen, wie sich ein Auto in ein U-Boot und Flugzeug verwandelt. Jetzt kommt aber ein echter Transformer. J-Date Ride benötigt etwas mehr als 1 Minute Zeit, um sich aus einem normalen 1695 Kilogramm schweren PKW in einen riesigen humanoiden Roboter zu verwandeln. Als Roboter hat er eine Höhe von 3,7 Meter, eine Länge von 2,5 Meter und kann seinen Fuß auf 80 cm anheben. Während der Transformation dürfen der Fahrer und Beifahrer die ganze Zeit in der Kabine bleiben. Mit dem eingebauten Elektromotor kann sich der J-Date Ride sowohl auf Rädern als zu Fuß fortbewegen. Der Hersteller behauptet, dass die potenziellen Geschwindigkeiten des Transformers dabei 100 bzw. 30 km/h beträgt. Die Serienproduktion soll bald starten. Die Designer finden, dass die Welt der Riesenroboter bald real sein wird. Zunächst will die Herstellerfirma Brave Robotics mit Vergnügungsparks zusammenarbeiten. Solo. Während die Entwickler der vorher gezeigten Fahrzeuge sich verbesserten, indem sie etwas Neues hinzufügten, hat der Hersteller Electra Mechanica beschlossen, es anders zu machen. Dieses Elektroauto wurde so einfach wie möglich gestaltet. Solo ist ein energiesparendes Elektroauto speziell für Pendler im Berufsverkehr. Das Beschleunigen von 0 auf 96 Stundenkilometer dauert 10 Sekunden. Dank 53 PS Motor bringt es Solo auf 130 km/h. Die Zeit bis zum vollständigen Aufladen beträgt nur 3 Stunden. Das Auto hat nur 3 statt 4 Räder und wiegt dank Leichtbaumaterialien weniger als 500 Kilo. Zur Ausstattung gehören beheizte Rückspiegel, ein LC-Bildschirm für Geschwindigkeitsmesser und andere Daten sowie eine Rückfahrkamera. Der Antrieb sitzt beim Hinterrad, alle 3 Räder haben Bremsen. Das Fassungsvermögen des vorne liegenden Gepäckraums gibt der Hersteller des Solo mit 285 Litern an, ganz ordentlich für die kleine Büchse. Dank 16,1 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Akku beträgt die Reichweite des Elektroautos Solo etwa 160 Kilometer. Beim Einparken dürfte es keine Probleme geben. Dank seiner Größe kann er beinahe überall parken. ...1959 Cadillac Cyclone XP74 Concept. Der Cadillac Cyclone aus dem Jahr 1959 ist eines der letzten Fahrzeuge, die der legendäre Designer Halley Earl entworfen hat. Er wurde von der Weltraum- und Raketenwissenschaft inspiriert, was in jedem Detail klar erkennbar ist. Bemerkenswert ist natürlich die Glaskuppel mit elektrischem Antrieb aus organischem Glas. Sie verwandelt den Innenraum in eine Kapsel. War das Glasdach geschlossen, hatten Fahrer und Beifahrer eine perfekte Rundumsicht. Das Dach war außerdem mit Silber bedampft, um die Insassen vor den ultravioletten Strahlen der Sonne zu schützen. Und man musste es noch nicht einmal öffnen, um mit den Außenstehenden zu kommunizieren. Dafür gab es ein Mikro und einen Lautsprecher. Diese Entscheidung hatte eine praktische Seite.
Erstens hörte man das Dröhnen des 325 PS starken Motors nicht. Zweitens bekam man nichts von den Abgasen mit. Die Türen sehen nicht weniger elegant aus als die Kuppel. Neben dem eleganten Design hatte das Auto auch eine innovative Lösung für die damalige Zeit. Der Cyclone war mit einem Aufprallverhinderungssystem ausgestattet, das den Fahrer vor Gefahren warnte. Limojet. Ist das ein Auto oder doch ein Flugzeug? Nein, es ist so etwas wie ein Partymobil und hat sogar eine Straßenzulassung. Autobegeisterte haben aus einem ehemaligen Learjet, einem Leichtmotoren-Düsenflugzeug, ein Fortbewegungsmittel der besonderen Art gebaut. Der flügellose Jet hat eine Länge von 12,8 Metern, eine Breite von 2,4 Metern und eine Höhe von 3,5 Metern. Während der jahrelangen Arbeit wurden dem Jet die Flügel gestutzt und 4 28 Zoll Räder montiert. Wo früher der Flugzeugmotor saß, haben die Bastler zwei riesige Subwoofer mit Neonlichtern untergebracht. Das 5,7 Tonnen schwere Fahrzeug hat einen 8-Zylinder-Benzinmotor und soll auf der Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreichen. Im Inneren werden bis zu 8 Fahrgäste mit noch mehr Neonlichtern und einem großen TV-Bildschirm begrüßt. Für den richtigen Sound sorgen Lautsprecher und haufenweise Verstärker. Toyota FV2. Im Anschluss zu Cadillac Cyclone wollen wir euch ein weiteres Konzeptauto zeigen, aber nicht aus der Vergangenheit, sondern eher aus der Zukunft. Toyota FV2 ist ein neues Konzept, wenn es um das Zusammenwirken von Fahrer und Auto geht. Es wird davon ausgegangen, dass der Besitzer und FV2 dank eines speziellen Systems echtes Vertrauen ineinander aufbauen können. Das System kann die Laune des Fahrers erkennen, kennt seine Reisevorlieben und bietet auf dieser Grundlage neue Routen an. Alle Infos werden auf einem großen Display in der Windschutzscheibe angezeigt. Das Design überrascht mit seiner Originalität. Die Räder befinden sich diagonal. Ein Lenkrad sucht man vergebens. Das Fahren soll mit Körperbewegungen gesteuert werden. Bei Kurven muss man sich nur in die entsprechende Richtung drehen. Um die Geschwindigkeit zu ändern, bewegt man den Körper vorwärts oder rückwärts.